Sind das erledigt, mein bester Freund, und willkommen zu einem weiteren Video. Und heute, ja, kaufen der Epic und die Karte mal ihr erstes gemeinsames Auto in Minecraft. Wenn es dir gefällt, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du einen Like da lässt. Und wenn du eine meiner besten Freunde werden möchtest, was du bestimmt werden möchtest, musst du einfach den Kanal jetzt abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß, durch die Glocke abonnieren nicht vergessen. Can't wait so we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Ah, hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast, meine Freunde. Und heute, wisst ihr ja, arbeite ich ja als Dr. Sünte mal nebenbei. Und heute habe ich ein Autohaus eröffnet. Also, ist eröffnet morgen. Und heute machen wir mal alles drüber. Gucken uns mal an, ob alles gut ist. Und schreib mal gern deinen Traumberuf in die Kommentare, ob du gern Polizist werden möchtest, Lehrer oder Feuerwehrmann, irgendwas. Schreib das bitte jetzt in die Kommentare, dass wir dann ein bisschen diskutieren können in den Kommentaren, Freunde. Und ich würde sagen, was ich euch nochmal sagen möchte, ist, dass momentan alle Videos, die ich aufnehme, vorproduziert sind. Weil ich bin jetzt gerade im Urlaub, deswegen kann ich nicht immer auf eure Kritiken direkt eingehen, Freunde, was ihr als nächstes sehen wollt. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, weil ich habe noch Ferien und dann gehe ich halt noch gerne mal eine Runde in den Urlaub, Freunde. Ich denke, das könnt ihr mir nicht übel nehmen. Und ihr seht, es wird jetzt bald dunkel. Ich zeige euch nochmal ganz kurz den Laden, was wir hier so haben. Und dann morgen früh ist die Eröffnung. Ich habe schon von Epic und Kata gesagt bekommen, dass die geplant haben, sich ein kleines Auto zu kaufen. Und das ist direkt in der Nähe vom Schwimmbad. Da oben rechts, um genau zu sein, meine Freunde. Moment. Da bin ich gerade ein bisschen schusselig? Nee, eigentlich war das doch da oben, Freunde. Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Autohaus gebaut habe, oder was? Nee. Ich glaube, so, Freunde, ich bin vergesslich. Das höre ich öfters. Das ist, kann ich auch nicht abstreiten. Aber, hä? Wo ist denn, Freunde, wo ist denn mein Autohaus? Ich hab da auch, Moment, wie sieht's aus mit hier oben? Komm, nee, Freunde, ich glaube, natürlich, ich wusste doch, da hinten ist es doch. Und ja, da ist gerade noch im Schwimmbad. Und apropos Schwimmbad, Freunde, komm, ich würde sagen, wir springen mal ganz kurz eine Runde. Wir haben ja die Zeit, so, und danach zeige ich euch mal ganz kurz, Freunde, die ganzen verschiedenen tollen Autos, die wir hier haben, so. Springen, höher und boing, Freunde, boah, okay, das hat es auf jeden Fall nochmal mehr als Spaß gemacht. Und jetzt seht ihr es hier, Autos, Freunde, das hier ist mein Autohaus. Ich zeige es mal ganz kurz von außen. Ich habe es schwarz-weiß gehalten, relativ modern. Hier seht ihr ja, hinten ist es an der Nähe von der Oase, da kommt unser Wasser auch her, also unser Trinkwasser wird hier selber gefiltert und es ist noch relativ klein. Wir haben jetzt hier noch keine tollen Autos wie ein Lamborghini, keine Ferraris, aber ich denke, je nachdem wie es läuft, ist sowas auch mal drin. Und gerne würde es mich interessieren, wie denn dein Lieblingsauto heißt, was du, ob dich für Autos interessierst, weil, naja, manche mögen Autos, manche nicht. Und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz das Ganze hier an. Man läuft hier rein, hier ist eine Drehtür, eine Schiebetür und hier auch. Also, das ist schon mal selbstverständlich. Und hier ist die Garage. Hier dürften die Leute mit rausfahren. Und wir machen heute mal eine Probefahrt, bevor Epic und Kata kommen, dass wirklich alles morgen perfekt ist. So, also, es sind hier die verschiedensten Autos. So, wir haben hier einmal einen Truck. Richtig cool. Dann haben wir hier ein normalen PKW, halt einen Familienwagen. So, Freunde, also, los geht's, würde ich sagen. Wir testen mal ganz kurz jedes Auto hier. Okay, Spitzhacke, Axt. Hab ich nicht dabei. Das ist jetzt ein bisschen so, aber wir müssen ja die Autos rausfahren vorne. Was wichtig ist, wenn jemand ein Auto kaufen möchte, der Epic oder sowas, dann müssen die sich eine Lizenz dafür holen. Das ist wichtig, weil man darf niemals ohne Führerschein Auto fahren. Und die Lizenz habe ich jetzt hier für jedes Auto. Zack, Drivers Lizenz, kann man einsteigen und dann kann man damit auch fahren, Freunde. Ihr seht, das Auto fährt sehr, sehr gut. Ja, macht Spaß, ist auch relativ schnell, muss ich sagen. So, zack, schön um die Kurve, also so erreicht man die verschiedenen Orte in der Stadt auf jeden Fall um einiges schneller, Freunde. So, hier ist zum Beispiel bei der Kirche, in der Innenstadt. Also, damit hat man auf jeden Fall seinen Spaß. Ich drehe jetzt mal um, fahre wieder zurück. Moment. Hier, ja. Und stelle es wieder rein, parkt, dass der morgen der Epic auch noch einen vollen Sprit hat, Freunde. Nicht, dass die sich irgendwie, wie soll ich sagen, Freunde, wie soll ich das sagen? Halt, ihr wisst, wie ich meinen neuen Sprit reinmachen müssen, der jetzt ziemlich teuer ist. So, okay, dann parken wir es hier rückwärts wieder ein. Zack. Stehen wir auch drin wie eine 1. So halbwegs, ne? So, zack. Und jetzt heißt absteigen. Sehr gut.
Fichtenholzzaun drüber, Kiste, Driver's License hier. Zum nächsten ist ein kleines, aber feines Motorrad. So, perfekt, da kann man auch hier drauf und das ist auch ein bisschen schneller, da kann man auch hier durchfahren, das ist ja richtig cool. Und ihr seht, Freunde, das geht auch mehr als ab. So, da ist man auch richtig schnell und ist halt auch ziemlich wendig, sage ich jetzt einfach mal. So, perfekt, mal hier ein bisschen in der Stadt rumheizen, so rechts, rechts, links, Freunde. Also damit hat auf jeden Fall richtig Spaß. Ich kann mal ganz kurz der Alina mein Motorrädchen zeigen, so späten schon natürlich. Hallo Alina, ich bin Sünter. Guck mal, mein Motorrad. Voll cool, oder? So, Freunde, und ich würde sagen, was sagt ihr dazu, wenn demnächst mal wieder ein neuer Abonnent hier einzieht in die Stadt, Freunde? Wäre das cool oder wäre das nicht so cool? Schreibt das gerne mal in die Kommentare jetzt. So, jetzt gehen wir jetzt wieder schnell zurück und schauen weiter. Und Freunde, ihr seht, wir haben hier einen ordentlichen Zacken drauf. So, perfekt. Perfekt. So, Freunde, herrlich. Sehr gut. Jetzt hier reinstellen. Zack, so. Abstellen und die Lizenz wieder reinlegen. Sehr gut, Freunde. Und den Zaun. Und zu guter... Das war jetzt einmal richtig, richtig, richtig doof. So, zu guter Letzt. Zack. Das hier noch. Und zwar der Truck, Freunde. Der ist ein bisschen teurer. Aber naja. Okay. Moment, Moment, Moment. Und wie gesagt, Freunde, ich glaube auch, dass Epic und Carter demnächst hier auch einziehen wollen in die Stadt. Ich kann mir das vorstellen, Freunde. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn man sich jetzt hier ein Auto kauft, bis öfter in der Stadt ist, dann ist es eben gar nicht so unwahrscheinlich. Der Truck, Freunde, der ist riesig. Also den kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr euch mal bei mir ein Auto kauft. So, dann wieder durch die Garage hier reinfahren. Zack, Freunde. So, okay, okay, okay. So, komm halt an. Sehr gut. Und das hier legen wir jetzt noch rein, die Driver-Lizenz, Freunde, dann geht's direkt los, zack. Und was man sagen möchte, hier ist also die ganze Kasse, die wird alles mal bis morgen früh Plicobello sein. So, und ja, dann würde ich sagen, hier ist noch die Aufladung, so eine Tankfüllung, zack. Und dann würde ich mal gucken, ob morgen früh der Epic dann entschieden hat. Dann werde ich ihnen das quasi alles rausstellen, dass sie damit fahren können. Dann gucken wir, wie es eben läuft, Freunde, ich bin mega gespannt darauf. Und ja, so. Laufen schnell nach Hause, legen uns in die Haie, in die Falle, wie man das so schön sagt, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, Freunde. Ich bin da offen für alles. So, Moment, Moment, Moment. Perfekt. Wo? Da, sehr schön. Komm, 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 komm. Hier ist es doch schon. Perfekt, mein Zuhause, Freunde. Macht's gut, ich leg mich jetzt schlafen und freue mich auf morgen. Wird bestimmt ein richtig super duper toller Tag. Ach, guten Morgen, endlich ist es soweit und ich habe schon eine Nachricht von Epic und Carter bekommen, Freunde. Und zwar haben sie sich das Auto angeschaut und ich bin ganz aufgeregt. Ich nehme mal ein bisschen Wechselgeld mit und bin gespannt, ob sie es denn schaffen werden. Und ob sie es sich holen werden, Freunde. So, jetzt heißt nicht mehr lang schnacken und ich laufe in die falsche Richtung. Was ist denn los bei mir? So, mal schnell einfach hier durch, zack. So, Freunde, herrlich. Andere Richtung. So, jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Hoffentlich nehmen sie das Auto. Das wäre super. Klar, wenn es der normale Truck ist, dann ist es ein bisschen teurer. Also der PKW, da ist es auf jeden Fall teurer. Aber ich weiß nicht. Vielleicht möchten sie sich diesen Traum erfüllen, dieses Auto zu haben. Und natürlich spielt da Geld gar keine Rolle, Freunde. Es ist ja immer so, wenn man etwas unbedingt möchte, von etwas träumt, dann, dann lässt man es nicht sausen und dann zieht es einfach durch, Freunde. Weil man lebt nur einmal. Und das ist ja auch im echten Leben so. Also immer den Moment genießen und ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Jetzt heißt es erstmal gucken, ob die beiden sich entschieden haben. So, wieder schön am Spielmann vorbei. Einfach ein super Wetter wieder fürs Freibad. Und da sehe ich so schon Epic und Carter. Und Freunde, da sehe ich doch das Auto, ne? So, hallo, guten Morgen, Herr Stan. Morgen, Frau Stan. Dreamtom, aka Carter. So, ich setze mich mal ganz kurz zu Ihnen hin. Ich sehe, Sie haben den Familienwagen genommen, also den ganz normalen PKW, ist es so? Ah, okay, und wie sieht's denn aus da? Ich überweise das Geld. Okay, also, ist okay. Wir würden das Auto gern kaufen. Ja, dann würde ich sagen, überweisen Sie mir das Geld. Machen wir, aber Sie wissen schon, dass es sich dabei um 64, Goldbarren handelt, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Wechselgeld dabei, also... Wenn sie mehr haben, kann ich ihnen da auch zurückgeben, aber wie gesagt, Herr Stan, das ist ein teurer Spaß, aber wenn sie mir das Geld überweisen, dann ich nehme die Driver-Lizenz, haben sie sich schon mal rausgeholt, perfekt, dann
gebe ich Ihnen die schon mal. Wie sieht eigentlich bei Ihnen aus, Kater? Perfekt, endlich ein neues Auto. Ja, also, dann haben wir ja eigentlich echt alles richtig gemacht, Freunde. Beziehungsweise, ihr habt alles richtig gemacht, ihr beiden. So, hier, nehmen wir mal ganz kurz. Wer will denn von euch den Schlüssel, also die Lizenz haben? Du, Epic, oder du, Kater? Ist egal, dann fahre ich schon mal das Auto ganz kurz raus. So, dass ihr gleich startklar seid. So, perfekt. Hier abstellen. Dann übergebe ich euch gleich die Schlüsselchen. So, perfekt, Freunde. So sieht's doch schon mal sehr gut aus, ne? So, dann erst dann für ihr die Schlüssel. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem ersten eigenen Auto, Freunde. Das werden Sie hoffentlich haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Heute Abend kommt nochmal ein Video. Schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei. Lasst ein kostenloses Abo da, um mein bester Freund zu werden. Macht's gut und tschüss.